Es gibt viele unterhaltsamere Aktivitäten als Hunde, die mit Stöcken oder Bällen und Bohnensäcken spielen. Ein Video aus dem Jahr 2019, in dem behinderte Hunde auf Rollwagen mit einem Stock spielen, ist online aufgetaucht und ist sehr rührend. In dem Video sind die meisten Hunde behindert und befinden sich auf einem Wagen mit Rädern. Alle Hunde spielen Holztier und auch die behinderten Hunde haben die gleiche Chance, den Stock zu fangen. Diese Hunde befinden sich unter der Obhut von Greta Götz. Sie scheint Spaß mit den Hunden zu haben, da sie es kaum erwarten kann, ihnen weiterhin den Stock zuzuwerfen, damit sie Holztier spielen können. Götz ist eine Tierexpertin, die in einem Tierheim in Lanzenheina, Deutschland, arbeitet. Bisher hat sie 8 Hunde, die meisten davon behindert, gerettet und ihnen ein Zuhause, Liebe und Fürsorge geboten. Diese Hunde haben auf diese Weise eine Familie gefunden, und sie hat im Gegenzug einen Weg gefunden, ihre Liebe zu ihnen auszudrücken. Sie führt die Hunde immer auf das Feld hinaus, wo sie die Natur erleben können und genug Platz zum Spielen und Toben haben. Als sie über die Hunde sprach, stellte sie klar, dass ein Hund die anderen anführt und dass dieser Hund immer den Stock in der Hand hat. Der Rudelführer scheint Einfühlungsvermögen für die Hunde auf den Radkarren zu haben, denn er überlässt ihnen den Stock, wenn sie Holztier spielen. Die Hunde auf den Karren sind schnell genug, um mit den anderen zu konkurrieren. Meistens bekommen sie am Ende den Stock.